So, jetzt werden wir kurz heilen vorher. Wartet. Ja, sorry. Oh shit! Oh nein, diese Amok-Typen. Die waren ja eigentlich richtig schnell down. Weil die viel Schaden bekommen haben von Guy und so. Da ist schon mal die Pflanze down. Alter, was? Okay, wir sind keine Explosion oder sowas, bisher noch nicht. 1,6 Erfahrungspunkte, ey. Panzerbiene! Ja, aber... Wie Panzerbiene? Wasserfontäne! Vielleicht ist einfach gegen Magie am Arsch. Aquata! Ach, hey. Zurück ist bloß eine. Okay, Wasser macht schön Schaden. Also Magie... Yeah! Geil, Level up! KP um 13, Stärke um 1. Ey, hier kann man immer unendlich lange trainieren, ey. Was mache ich mir sonst? Ist doch der richtige Weg bestimmt. Kann ich nur irgendwo noch einen. War denn nicht irgendwo noch einen anderen Weg später? Okay, nee, alles klar, alles klar. Da unten die Kamera ist ja bloß, falls ich doof bin und runterfalle. Muss dann alles nochmal machen, ey. Aber ist kein Problem, kein Problem. Achso, oh, die Schalter bleiben ja gedrückt. Ich trottel. Schön, die Schalter sind gedrückt. So, noch mal kurz nochmal ankicken. Wenn ich zuerst den. Achso, ja, danke, das ist normal. Ist das okay? Und ich muss ja auch noch da hinkommen, ne? Wie mache ich das denn jetzt? Oh Mann, ey. Also ich fange mal ganz vorsichtig hier an. So, der Weg muss ja auch noch irgendwie frei bleiben. So. Ja, dann kann ich aber nicht... Nach oben irgendwie gehen geht nicht, weil das ist denn der Rückweg für mich. Bin ich hier nur verarscht? Warte mal. Wie soll ich denn da... Ja, nicht machen, aber ist ja egal. Jetzt habe ich auf jeden Fall noch den Weg zu der Leiter, der ist noch offen. Obwohl, vielleicht ist es doch egal, weil wenn die Töpfe draufbleiben, wie die anderen Blöcke, wenn die draufbleiben, muss ich es vielleicht bloß einmal machen und dann ist alles gut. Ach, herrje. Also, ich könnte ganz fies sein, aber nee. Ich hab eine Idee, wartet mal. Ja, so. Ultra klug, na wieder so. Der Chat rastet völlig aus. Enterhaken Poles. Immer schön mit Gegnern. Ja, wo soll ich denn hin? So, von da kann man runterspringen. Da oben ist eine Tür. Okay, erstmal den Anfang bestimmt finden. Wo mag der sein? Oh, hier ist er. Okay, alles klar. Moment mal. Ich habe aber so eine kurze Leitung. Da sieht ja nicht die Mauer hier so komisch aus wieder. Okay, gut. Da kann man wohl nichts machen.
Wir müssen ja irgendwo einen Anfangspunkt geben. Okay, hier ist er. Gar keinen Bock auf Fighting. Außerdem die hässliche Vieh. Dabei platt. Ja, ich greif zuerst an. Blutball. Flame. Okay. Ah, War Level ab 6 KP und Stärke. Cool. Wird er wieder irgendwas fressen? Irgendwas Normales? Riesenturban. Ich glaube, er ist einfach zu krass jetzt inzwischen. Ich bin schon frei, was das für ein Vieh ist. Echsenmann und Schädelechse. Die mögen aber bestimmt kein Wasser. Wenn sie in so einer trockenen Höhle wohnen, oder? Chaos, alles klar. Fummel war schon so random, einfach. Übelst heftig, Mann. Okay, das war ja nicht so viel jetzt. Rückweg. Die können doch alle nicht. Das ist gerade sehr angenehm hier in der Höhle. Wir sind auf einem guten Level. Ist ja auch so richtig schön ohne Grinding oder sowas. Dass ich erstmal Levels farmen muss oder grinden muss. Alles cool, alles cool. Geht richtig schön weg wie Buddha. Schön runter. Außer wenn sie einpennt. Okay, der Zauber kam ja schon durch. Alles gut. Schaff! Haben die so krasse Waffen, ey? Einfach. Magienadel, Seelan, Level up! KP-Stärke, Magieangriff, sehr gut. Okay, warum soll ich jetzt hier wieder runterspringen? Fies. Es ist wieder so eine Ultrabiene, Riesenhornisse! Sie hat aber keine Chance. Nö. Gut. So, die K ist wieder kurz vom Level ab, ne? Einfach versteckt hier noch. Nö. Mögen wir nur sein. Oh. Drück mal auf den Schalter, Kollege. Geil. Nicht so geil. Yeah. Trottel. Dafür werden sie jetzt gekillt. Ball. Und tot. Waren sie die langsam, ey. Aber okay, gut. Ist nicht schlimm, Leute. Irgendwann sind sie die schnellsten. So, ein Kampf muss doch sein. Egal, was passiert. Dass Deka noch ein Level kriegt, falls jetzt irgendwie nochmal der übelst neue fiese Typ kommt. Neue Boss oder so. Wir müssen ja Astor oder wieder, wie ist der? Satyr oder wie der heißt, retten. Satros, egal, ist ja keine Ahnung, man merkt mir noch die NPCs nicht, der soll unser Schiff bauen. Oh, hey, hier war nochmal die Treppe. Oh, wir müssen jetzt über den ganzen anderen Berg nochmal runter. Bombs. Okay. Okay, die Fläche sieht sehr sass aus. Okay, es ist nur einer, schnappt ihn euch!
Zack. So, Dicker, Level Up, 15 KP, ey. Krank. So, soll ich jetzt hier so... Ist zu hoch das Gewicht, hält der Boden nicht. Ah. Ja, eigentlich stehen wir hier zu viel drauf, oder? Also müssen wir mit dem Monster da drauf stehen, okay. Sind der komplett alleine, oder war der mit 5 Bomben? Ich kann hier keine Bomben legen. Warum kann ich hier keine Bomben legen? Fies. Okay. Ah, Absturz. Danke, Mann. Rätsel immer, ne? So, Schüssel haben wir zum Glück. Typi? Bist du Satos? Satos hieß er, der Kollege. Ja, das bin ich. Wer seid ihr? Ich bin Maxim. Ich verfolge jemanden, doch alle Schiffe in Ealia wurden versenkt. Und ich habe mein Kind einfach zurückgelassen. Ich bin ein richtiger, guter Vater. Alle Schiffe? Auch mein geliebtes Schiff? Das kann schon sein. In Ealia konnte ich kein einziges intaktes Schiff entdecken. Wenn ich den erwische, diesen Arsch. Was machst du hier? Ich suche den Aurabaum. Mit seinem Holz kann ich ein ganz besonderes, geiles Schiff bauen. Und sobald ich den Aurabaum gefunden habe, werde ich das beste Schiff der Welt bauen. Aber das Monster da vorne ist zu krass. Deswegen sitze ich hier und kann nichts unternehmen. Wir werden uns um das Monster kümmern. Seid ihr sicher? Na klar, aber im Gegenzug musst du uns auf den Ostkontinent bringen. Wollen wir nicht Westen und... Geht sich irgendwie um den Westkontinent? Na, Osten bitte. Ja klar, sobald ich das Schiff fertig gebaut habe. Abgemacht. Okay, wir können nochmal schön speichern, aber anscheinend keine Heilung. Na gut. Heilt nochmal selber alle durch. Boah, jetzt sieht's ganz gut aus. So, ein bisschen verschwenderisch hier. Was soll's, Mann. Geil. Mal schön speichern nochmal. Finde ich auch gut, dass man immer schön speichern kann. Vorher ist so toll. Okay, Leute, den machen wir jetzt so. Das könnte er sein, was ist denn das? Einfach so ein Löwe? Zwei Löwen? Ich hab so Angst, das ist wirklich der Bus. Okay, ihr haut einfach rauf, weil ihr so krass seid. Was machst du? Du machst die Courage. Und du kannst immer richtig ausrasten. Jetzt hier Blitz! Das ist doch nicht der Boss. Satansbiss. Genau. Magistrella, erstmal Dankeschön für deinen Resub auch wieder. Dankeschön. Liebe Grüße. Sorry. Stecken ganz schön weit weg, ey. Aber wir sind natürlich auch mega krass. Nein. Stärker auf alle. Blitz. Satans, bist du Quatsch. Sind die schnell, die Kätzchen? Oh. Zerslash die Kätzchen, Alter. Und? Alter, wie lange überleben die denn? Ja, richtig viel. Okay, Chaoskralle. Der ist ja hoffentlich tot. Ich mach's einfach mal Bomber auf alle. Du hast wieder die Courage, das zu sagen. Verteidigung erhöhen. Und Blitz. Ein Kratzhänger, Alter. Oh, immer auf Maxime, ey. Der Asche macht. Arbor wehrt ab. Danke, Arbor. Alter, wie lange überleben die denn? Okay, einer ist down. Auf mich. Satans Biss. Alter, Abo lebt doch! Schnell! Der kann er auch nicht mehr länger aushalten.
Die haben dir immer doppelt angegriffen. Aber warum? Wisst ihr, der Sieg steht immer kurz schon fest, da hauen die immer ab. 10.000 Erfahrungspunkte einfach so. Und Arbor hat nichts abgekriegt, weil er einfach abgehauen ist. Der Sack. So, gleich nochmal speichern. Arbor hat die ganzen schönen Erfahrungspunkte versaut. Nochmal speichern. Ich glaube, da kommt noch mehr. Weil dann sah es nicht so aus wie so ein richtiger... Okay, doch, alles cool. Ups. So, dann glaube, wir machen gleich unser Päuschen. Ne? Aber ich gucke mal. Jetzt der Baum ist der Boss. Mal gucken. Das ist aber ein großer Baum. Ist das der Baum, den wir suchen? Ja, ganz sicher. Kannst du aus diesem Baum ein Schiff bauen? Ja, klar. Und ich kehre in diese Stadt zurück und hole Hilfe. Willst du den Baum jetzt mitnehmen oder was? Nee. Warte mal! Was ist denn los? Das dauert so lange. Wie bitte? Komm hierher und stell dich ganz nah an uns. Achso. Zilla, wir sind ready. Okay. Open. Ohne Baum? Das ist also ein Warp. Warp-Geschwindigkeit. War das dein erstes Mal? Ja, ich kenne nicht viele Menschen, die über Zauberkräfte verfügen. Mir wird schlecht. Du bist zauberkrank. Das ist so ähnlich wie Seekrankheit. Beim Klaubautermann, ich war noch nie krank. Und schon gar nicht seekrank. Du wirst dich schon noch an den Zauber gewöhnen. Nee, ich bleib lieber bei meinen Schiffen. Bevor ich es vergesse, ich muss noch Holz für das neue Schiff besorgen. Haben wir ihn jetzt echt zu früh weggeworbt? Oder was? Ihr könnt in ein paar Tagen vorbeischauen. Dann sollte das Schiff fertig sein. Ein paar Tage? Die Seeleute scheinen das Warpen nicht sehr zu mögen. Ich liebe das Warpen. Eine Reise auf einem Schiff dauert mir zu lange. Ich habe echt mal. Warpen einfach swoop bis da. Wie kann man das denn nicht geil finden? Aber man kann nur die Orte aufsuchen, die man schon einmal betreten hat. Das bedeutet, dass wir nicht mit einem Schiff fahren müssen. Ob wir wollen oder nicht. Das stimmt. Aber nur einmal. Was sollen wir anstellen, bis das Schiff fertig ist? Wir bummeln ein wenig in der Stadt herum und ruhen uns aus. Ach, da fällt mir ein, ich habe noch was zu erledigen. Ich auch. Was? Ihr werdet die Stadt doch nicht verlassen? Ich werde mir mal hier die hübschen Mädchen antrachten, ey. Die Mädchen betrachten mal einmal im Charme. Ich denke jetzt mit seinem Schwert zusammen. Keine geistig gesunde Frau fällt auf deine Anmache herein. Abwarten. Er schnappt sie sich einfach alle. Warum so selbstsicher? Du hast doch nichts, womit du angeben könntest. Maxim, wir schauen uns die Stadt einfach mal an. Ja. Männer! Ja, ich darf nicht mitkommen, weil ich bin ja verheiratet hier, ne? Maxim ist... Wie hat man in den 90er Jahren gesagt? Ja, verheiratet, also ich bin jetzt angekettet. Ich bin nicht mehr freier Mensch und so, ne? Da, guck ihn dir an. So, Leute. Das war doch ein schöner Bergaufsflug, ne? Wenn wir jetzt wirklich pennen? Nee. Erstmal nochmal speichern. Aber das waren die 90er, Leute. Da sind die immer ausgerastet. Einfach wieder bis zu zweit, ey. Aber na, egal. Egal, Leute. Achso, das Delena geht mit Maxim Gassi. Genau, Cloud, genau. Deswegen. So, vielleicht passiert ja irgendwann noch was. Aber ich würde sagen, jetzt können wir erstmal unser typisches Päuschen machen, Leute. Mal gucken, wo wir noch hinkommen. Und mit dem Schiff, also ich würde gerne... Wie gesagt, einmal, wie ich am Anfang gesagt habe, als Beispiel würde ich die Ahnenhöhle eigentlich gerne mal zeigen wollen. Aber wir werden die nicht bis zum Schluss machen können. Also jetzt nicht hier in dem Playthrough, nicht? Da gibt es halt, wie erwähnt, diesen Sonderspielmodus, den man sich erst freispielen muss. Da kann man komplett die Ahnenhöhle nur darauf sich fokussieren. Aber hier machen wir die immer nur ganz kurz ein bisschen bis zu einem Punkt, wo man dann wieder raus kann aus der Höhle, ne? Aber mal abwarten, mal gucken. Auf jeden Fall ist jetzt schon, wir wissen, dass es die hier irgendwo gibt, ne? Also dann bis gleich nach der Pause.